wollte mal wissen, wo ich hergekommen bin. Also nicht, wo ich hergekommen, wo ich gerade von weg bin. Ja, guck mal. Von da oben runter. Ja, wie so ein Gamsbock. Jetzt habe ich einen abgebrochenen Fingernagel und einen abgebrochenen Absatz. Ja. Also wenn ich Heidi Klum wäre, wäre das jetzt das Ende der Reise. Ist es aber nicht. So, du hockst schon auf dem Adler drauf, willst du jetzt fliegen? Letzte Mine? Ja. Die Gegend, komm, du kleine Berg. Hör mal, die Gegend ist ja eine ganze Menge hier, ne? Höher geht's nimmer. Da komm, dann mach ein schönes Gebet und dann geht. Da wollen wir jetzt mal viel nach der Dinge gehen. Ne? So, hier, guckt euch das an. Rausgerissen, das Kletterseil hier. Also kein TÜV, auch hier nicht in den Alpen drin. Ja. Das soll ein Weg sein hier, müsst ihr mal gucken. Glaube ich nicht, ist auch kein TÜV von Opa für den Weg hier. Ja, siehst du, schon ist das Bild wieder versaut, weil ich drin bin. Ne? Macht nichts. Das habt ihr euch verdient.
Na, wird das was? Nee, glaube nicht. Ja, damit ihr mal seht, was ich hier für Anstrengungen für euch machen muss, ja, dass ich auch mal ein vernünftiges Bild hier mit meinem Okulator da reinkriegen tue. Ja, kann ich gar nicht auf den Fußweg gucken. Nee. Also Fußweg ist sowieso nicht, ne? Da ist ja nur Trampelfahrt. Wenn er mal wenn er mal keinen richtigen Weg ist, sondern nur eine Wiese oder eine Weide, dann ist sie auch noch von den Murmeltieren zerfressen. Wortbegeisterten unter euch, ja? Eine 1A, aber wirklich eine 1A Rodelstrecke. Wenn ihr da runter, pass auf, ich sage euch das. Guck mal auf die Schräglage. Könnt ihr das sehen, die Schräglage von den Bäumen? Und einmal da, zack, volle Pulle runter. Smash, wie die jungen Leute sagen. Ja, Lebensgefahr. Wisst ihr warum? Ja. Kann man das sehen? So ein Weidezaun. Weidezaungatter für den Menschen, damit ich da jetzt durch kann und nicht Lebensgefahr. Guck mal da. Könnt ihr das sehen? Was da für eine schwarze Wand ist? Also zwei. Das eine ist Felsen, das andere ist so eine dunkle Regenwolke. Hat auch schon rausgeblitzt, also denk mal noch 3 Minuten, dann werde ich hier nass werden. So ist das eben, ne? Kaum den Pulli ausgezogen, hätte ich da mal dran gelassen. Ne? Ist immer so. Ziehst die Jacke aus, wird kalt. Ne? Ziehst du an, kommt die Sonne raus. Dann will ich jetzt mal ein bisschen Gas geben. Die erste, ach der Scheiße, der erste Tropfen. Na denn. Also, ich melde mich dann gleich wieder. Siehst du, habe ich euch gesagt, ne? Wo der Scheiß gegen stehe ich hier. Pitsche nass. Alle nur für das Scheiß YouTube. So, da kommen wir jetzt für nachher. Was wollte ich erzählen? Kind, da sind Kühe. Geh da mal nicht so nah an die Kühe. Hinterher machen die noch eine Mu. Ja. Siehst du dann. Ach. Jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Jetzt habe ich. Ich habe so ein. Ja, das ist kein. Das ist kein Bremsfallschirm, das ist der Regenschutz. Für den. Dingenskirchen an den Rücken dran. Und. Ich wollte erzählen. Man soll es nicht glauben, innerhalb von jetzt auf gleich, sofort, zack, Gewitter mit Blitz und Donner, also richtig Donner nach dem Blitz. Und innerhalb von 2 Minuten bist du auf Unterbüchsen hast. Na, ich nicht, weil ich habe hier, guck mal, eine Regenjacke und alles, aber hier den habe ich vergessen. Bis ich den aus hatte, war er schon nass. Ja. Also, tut euch selbst einen Gefallen. Kauft euch so einen billigen Regenschutz. Schmeißt den Rucksack, vergesst den drin. Und wenn er dann soweit ist, habt da einen dabei. So. Jetzt müssen wir mal gucken hier, dass ich unbeschadet an der Kühe vorbeikomme. Und wenn ich jetzt 4 richtige habe, dann gehört mir die Kuh oder was? Nee, ich mach da nicht mit. Ich bin jetzt in eine Hundekackerei, in die Dingenskirchen hier.
Kuhkacke reingetrampelt. Vernünftig, aber hier Stacheldrahtzaun, TÜV für das Gehege hier, wo die da leben müssen, die Biester. So, wisst ihr was? Wer von euch kennt alle Murphy's Law? Also wer das kennt, muss gleich mal einen Daumen hoch oder ein Abo da lassen. Ihr seht das, ne? Seht ihr das? Pass mal ab. So. Kann man das besser sehen. Mehr Licht bei dem Gesicht drin. Aber ihr seht das, es ist schon wieder dunkel geworden. Kaum habe ich die Jacke. Warte mal, meine Brille. So. Kaum habe ich Dingenskirchen. Was habe ich denn gemacht? Was wollte ich Ihnen gerade erzählen? Achso, gerade habe ich meine Regenjacke ausgezogen. Andere muss ich mal kontrollieren, ob die noch. Eine hängt ja noch viel an trockenen hinten dran. Kaum habe ich die Jacke ausgezogen. Wenn die Sonne rauskommt, was ist? Ja, nichts ist. Die nächste Wolke ist da. Ja. Das nennt sich dann Murphy's Law. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt die Jacke aus Gummi an. Schwitzt wie so ein Doofen, ja. Übrigens genauso, wenn du in der Gummizelle bist, schwitzt auch wie ein Doofen da drin. Und, oder, ziehst die Jacke aus und läufst Gefahr, dass du wieder nass wirst. Aber so ist das nun mal. Also, alle von euch, die das kennen, jetzt mal einen Finger nach oben. So, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen hier über eine Wiese, hätte ich bald gesagt. Ja, jedenfalls ist der Boden so wie eine Wiese. So ein, ja, so mal gucken. Eigentlich, nach dem ganzen Geröll, was ja überall rumlag, ist das richtig gut zu laufen. Na, nicht noch. Kaum habe ich das gesagt, wer erinnert sich noch an Murphy sein Gesetz? Kaum sage ich hier eine Wiese, kann es gut laufen? Nee, Schlagloch an Schlagloch. Ja, aber alles in allem lässt sich das gut laufen hier. Ja, das war der Ausflug hier für nach einem Wendelstein. Einmal ganz hoch. 1800 Meter, 1880 oder sowas. Ich könnte jetzt übertreiben, ne? Ich könnte sagen 1880, das sind fast 2 Kilometer nach oben. Aber hat Spaß gemacht, war ein bisschen anstrengend. Aber gab auch eine Menge zu gucken. Und apropos gucken, vielen Dank für Zugucken. Ich mache jetzt erstmal für heute erstmal ein bisschen Schluss. Ne? Also bis zum nächsten Mal, vielen Dank für Zusehen. Ist ja eigentlich in den Alpen hier, da ist ja eine Kraxelei. Das ist, zu sehen gibt es außer Berge, Kühe und Gras. Eigentlich nichts.